Jetzt gibt es ein Feuerwerk mit meinem Gast heute hier in der Abendschau. Ganz junger Musiker aus Nürnberg, Ferdinand Schwarz. Servus. Guten Abend. Ferdinand, deine Geschichte ist einfach eine sensationelle Geschichte, die man immer wieder erzählen muss. Vor einem Jahr, Münchner Olympiastadion, 70.000 Zuschauer, großes Konzert, Weltstars Coldplay. Und du kommst auf einmal auf die Bühne und spielst mit den Superstars. Was war da? Du hast gespielt. Ja. Erzähl, wie kam das zustande? Ich hatte damals ein Schild hochgehalten in der Menge, wo drauf stand, Can I play Everglow for you? Und Chris Martin, der Frontman von Coldplay, hat das Schild dann gesehen und mich dann auf die Bühne hochgeholt. Dann durfte ich quasi das Lied mit ihm spielen. Wieso warst du überhaupt in der Lage, dieses Stück zu spielen? Wie ging das? Ich habe mich natürlich darauf vorbereitet. So. Also man hat das Stück geübt, man hat ein bisschen geguckt, wo in der Show könnte man so einen Moment unterbringen. Wo würde das überhaupt funktionieren? Aber ich habe mir natürlich keine Chancen ausgerechnet, dass das funktionieren könnte. Okay, wir haben natürlich den Beleg dafür. Wir sehen das nochmal im Video und das schauen wir uns an, weil es sind wirklich sensationelle und einmalige Bilder. Also hier bist du mit dem Plakat, dann gehst du hoch. Genau. Fingerst noch an deinem Handy ein bisschen rum. Und ich dann wollte ein kleines Video machen, deswegen. Was sagt ihr da? Namen ausgetauscht einfach, dass er mich vorstellen kann. Das genießen wir jetzt ein bisschen. Sensationell. Kriegst du immer noch Gänsehaut, wenn du das siehst oder hörst? Man hat es schon ein paar Mal gesehen mittlerweile, aber es ist natürlich trotzdem wahnsinnig. Also man hat noch diese Emotionen von damals schon mit im Kopf. Du gehst jetzt gleich runter von der Bühne und als erstes nimmst du wieder dein Handy und machst was? Ich habe noch mal in die Runde gefilmt. Weil man weiß ja nicht, wann man das nächste Mal im Stadion spielt. Die Daten hast du gesichert irgendwo, genau, oder? Okay. Das Video gibt's, ja. Wie war es so, wie sah es da innerlich aus? Puls, war der noch im gesunden Bereich oder eher im ungesunden Bereich? Also am Anfang, als er mich dann gesehen hat und mit mir Kontakt aufgenommen hat, in dem Moment war es schon relativ hoch. Mhm. Aber in dem Moment, wo man auf die Bühne geht, war es erstaunlicherweise so, dass man sagt, okay, man macht das jetzt, man hat diese Chance und dann. Und aus der Chance ist ja was entstanden. Ja. 50 Millionen Mal wurde dieses Video inzwischen geklickt. Es gab eine Riesenresonanz. Was ist im Grunde genommen das Ergebnis heute für dich? Jetzt konkret heute, dass ich nächsten Freitag meine erste EP rausbringen kann, also quasi ein halbes Album mit 5 Titeln. Ja. Und seitdem natürlich wahnsinnig viele neue Leute kennengelernt, viele Möglichkeiten, die sich ergeben haben dadurch. Und man ist jetzt dadurch schon so ein bisschen, also man kennt mich jetzt kennt so ein bisschen. So. Ja. Ein bisschen ist gut gesagt. Genau. EP heißt kleines Album. Genau, so 5 Titel. 5 Tracks. Genau. Wir hören auch gleich einen, aber was mich natürlich noch interessieren würde, das ist jetzt, was wäre der nächste Schritt? Also nach der EP, wo sind die Träume, wo soll es hingehen? Du bist heute mit deiner Band da? Genau, ja. Also weiter natürlich Musik veröffentlichen, rausbringen und damit dann letztendlich live spielen. Was macht natürlich am meisten Spaß, wenn man mit einem Publikum interagieren kann, sieht direkt, wie die Songs ankommen. Wenn man einfach Leute damit berühren kann, ist das ein super schönes Gefühl, als Musiker auf der Bühne zu stehen und Leute zu haben, die gekommen sind zum Konzert, weil sie die Musik hören wollen. Das ist jetzt, was mich nur interessieren würde, wenn man so einen Erfolg hat, wenn das so abgeht, schmeißt man da alles hin oder hält man fest an der Heimat, am Beruf, du studierst? Genau, ja, das war so ein bisschen eine Umbruchzeit, das war letzten Sommer, da habe ich dann zum Wintersemester angefangen, in Köln Jazzklavier zu studieren. Ja. Und hat sich viel ergeben, viele neue Sachen in dem Jahr, aber man hat natürlich mehr so sein Ding wieder gemacht. Also nachdem der Rummel so ein bisschen abgeklungen ist, geht man schon wieder zum normalen Alltag über, auf jeden Fall. Wo kann man dich live erleben? Ich meine, du spielst heute live in der Abendschau. Wo spielst du noch? Demnächst ist in Nürnberg ein Auftritt geplant, am 20.09. Da spiele ich in der Katharinenruine, also wer in der Gegend ist. Aber letztendlich grob jetzt erstmal so mit der EP noch nichts konkret, weil wir jetzt dann für nächstes Jahr sind Sachen geplant, aber dieses Jahr passiert nicht mehr so viel. Also ich spiele Veranstaltungen, aber die sind meistens intern so. Also kleine Nummern, kleine Kicks, genau, aber das Große kommt noch. Genau. Ferdinand, ab geht die Post. Auf die Dankeschön. Bühne. Wir wollen dich natürlich hören. Bitte, geh schon mal. Von seinem Album hören wir jetzt einen Riesensong. Und zwar We Got Lost. Goldfish Paradise. So heißt das Album. Bitte. You know the start of something wonderful. You know a heart can be a light to soar. And you know the part of me that wants to start it going through the mess.
is me. Oh no, my heart is acting like it's getting sore. I got a feeling I want it more. I say no, we got to lose it all the way. So now we got a lot to get over, and before we gonna tear it down, cause here we are, acting like we know what we're doing just to prove we have done it before. So baby, yeah, we're lost. So now we're up into a brand new start. I'm thinking the time is up for what didn't have seen months ago. We were lost with a love and a no. Walking home alone and wondering what it was that we were trying to say. Also gemeinsam mit Coldplay im Olympiastadion zu spielen, das war letztes Jahr heute in der Abendschau. Ferdinand Schwarz in der Abendschau mit We Got Lost.